Hallo und herzlich willkommen hier zum heutigen Tarot-Coaching. Mein Name ist Britta Rimmel, ich bin die Dozentin der Akademie Alchymica. Ja, und in diesem Video geht es um das Tarot als Coaching-Werkzeug. Ich möchte dir zeigen, wie das Tarot als Spiegel der kollektiven und persönlichen Seele eingesetzt werden kann. Denn hier geht es mir nicht darum, Wahrsagerei zu betreiben, denn ich glaube zutiefst daran, dass wir uns mit unseren Gedanken, Gefühlen und Emotionen und auch Sichtweisen die Realität da draußen erst erschaffen. Und gerade bei den Sichtweisen ist das Tarot ein wundervolles Werkzeug, denn es zeigt uns, wie wir anders über bestimmte Themen denken können, aber auch wie wir andere Blickwinkel einfach einnehmen können. Und wie das funktioniert, zeige ich dir gleich. Zunächst einmal möchte ich aber erst einmal das Thema raussieben, um das es geht. Das heißt, die erste Karte ist sozusagen der Signifikator, das Thema, und da befrage ich auch meine Intuition. Und ich denke, da geht es ganz viel gerade darum, dass im Moment unheimlich viel an Energie im Feld liegt. Denn ihr habt es vielleicht mitbekommen, da draußen gibt es ja gerade die Polarlichter und viele haben sie abfotografiert und sind ganz begeistert. Und das ist natürlich nur eine Seite der Medaille. Das sind auch wunderschöne Dinge, aber sie kommen daher, dass die Sonne halt einfach gerade eruptiert. Da ist unheimlich viel los. Die bildet gerade Sonnenstürme. Die powert also gerade Energie auf die Erde. Und viele sind der Ansicht, und ich im Übrigen auch, denn ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt, dass das Informationen sind. Dass man sich das wirklich so vorstellen kann wie ein Radiosender. Da kommen jetzt gerade Wellen und Frequenzen durch, dadurch, dass das Erdmagnetfeld der Erde gestaucht wird, was normalerweise diese Wellenlängen abschottet, die sonst nicht so hier auf der Erde sind. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen wie ein Download vor. Wir bekommen also jetzt quasi irgendwie neue Informationen in unser System. Unser Gehirn hat ja auch ein bioenergetisches oder magnetisches Feld. Also da sind so Korrespondenzen zwischen dem Gehirn, zwischen den Zellen und dem Kosmos für mich durchaus denkbar und möglich. Denn auch der Mond, jede Frau weiß es, macht etwas mit der Psyche, mit den Hormonen. Die Krankenhäuser wissen es, das ist eigentlich ein unumstrittenes Ding, dass bei Vollmond einfach mehr Babys geboren werden. Also macht natürlich der Mond etwas mit dem Körper. Und natürlich macht auch die Sonne etwas mit dem Körper. Und ich habe das deutlich gemerkt, ich war am Dienstag nämlich völlig wuselig. Da gingen diese Stürme quasi los, diese Eruptionen auf der Sonne. Und ich bin sehr feinfühlig und ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe wie Watte im Kopf. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Und meine Technik versagte, hier nochmal Entschuldigung an den Circle. Ich mache dann ja auch immer mal wieder so einen Meditationscircle. Und wir hatten einen Meditationscircle. Und irgendwann sagte mir dann einer, Britta, du, man versteht dich nicht, tut uns leid, aber irgendwie hören wir dich nicht. Da war irgendwie Geknister, es ging alles schief. Und das war so die Energie, in der ich war, also sehr aufgebracht, sehr aufgewühlt, wie Watte im Kopf. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Und dann gucke ich schon, bevor das überhaupt war, ich habe so eine Space Weather App. Da steht das nämlich drin, was da mit der Sonne gerade los ist. Und dann habe ich schon gesehen, oh, wir stehen kurz vor so einem Sonnensturm. Und der hat sich ja jetzt wirklich auch gelöst quasi. Diese geladenen Teilchen kommen dann auf die Erde. Und das führt zu Polarlichtern einerseits. Ich glaube aber auch, dass es etwas mit unserer Entwicklung macht, mit unserem Bewusstsein macht. Und dass es uns persönlich hilft bei diesem Entwicklungs- und Erwachensprozess, in dem wir jetzt mehr und mehr reingehen. Wir werden ja immer bewusster. So, und da das jetzt so in meinem persönlichen Feld ist, aber auch im kollektiven Feld ist, gucken wir jetzt einfach mal auf die Karten, was da an Karte rausspringt. Und das ist natürlich auch eine intuitive Interpretation der Karte. Und dann gucken wir mal, welches Thema da jetzt gleich zu liegen kommt im Feld und welche Sichtweisen wir uns im Zuge dessen aneignen, anschaffen können, die uns da so ein bisschen hilfreicher durch diese Zeit hindurchführen. Ich switche euch jetzt mal hier auf meinen Desktop-Schreibtisch. Genau, meinen Desktop-Schreibtisch, meinen Desktop-Schreibtisch. Rutsche hier rüber, nehme mein Mikrofon mit, damit ihr mich weiterhin gut hört. Genau. Und jetzt nehmen wir erst einmal eine Themenkarte. Ich gehe quasi hier ins Feld rein, bitte das Feld. Ja, ich gehe mal so mit der Frage rein, was ist jetzt wichtig zu wissen? Was kann man jetzt beachten? Worum geht es jetzt gerade? Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, und bei der Karte, wo habe ich denn meine Zettelchen? Wir schreiben mal so ein Wort auf. Welches Thema liegt hier gerade im Feld?
das Bestellen des Feldes. Es geht um die Zeit des Bestellens. Ich habe jetzt einfach dieses Wort bestellen im Kopf. Bestellen. Und schreibe das einfach mal hier hin. Weil hier ist ein Feld im Hintergrund. Ihr seht es, da ist so ein Ritter, der hat so eine Münze in der Hand und der sitzt relativ ruhig auf seinem Pferd und im Hintergrund ist ein Feld, was bestellt ist. Und ein Feld zu bestellen bedeutet ja, ich habe meine Arbeit getan. Ich darf jetzt einfach ruhig zuschauen, wie es wächst. Und ich muss den Prozess des Wachsens, muss ich nicht künstlich, ich muss nicht am Gras ziehen, damit es schneller wächst. Und wenn ich das jetzt so als Thema nehme, geht es vielleicht gerade um das Thema der Ungeduld, was wir vielleicht auch jetzt hier vermehrt im Feld haben. Manchmal sind wir ja einfach ungeduldig. Wir stehen in Entwicklungsprozessen und ich habe jetzt gerade tausend Sachen im Kopf. Also jetzt geht es so ein bisschen intuitiv los. Ich mache jetzt mal wie so eine Art, ja, ich nenne es ja immer nicht gerne Channeling, sondern mehr Mitteilung. Wir stehen manchmal an Situationen, in denen wir das Gefühl haben, wir sind ja noch nicht da. Das heißt, wir haben noch nicht den Traumpartner, wir haben ja noch nicht das Geld auf dem Konto, was wir uns wünschen, wir haben ja noch nicht die Gesundheit, die wir uns wünschen, wir sind ja noch nicht da. Und dann erzeugt dieses Gefühl des noch nicht Daseins innerlich eine Unruhe. Denn wenn wir noch nicht da sind, können wir ja noch nicht ruhig das Leben im Hier und Jetzt genießen. Aber genau darum geht es bei der Karte. Du hast das Feld bestellt, wenn du mit positiven Affirmationen zum Beispiel arbeitest oder mit Kraftsätzen arbeitest. Wenn du zum Beispiel jeden Morgen sagst, der Partner, der genau richtig für mich ist, ist bereits auf dem Weg zu mir. Oder Geld fließt mir einfach so zu. Oder keine Ahnung, das Ziel XY ist bereits im Begriff, sich durch mich zu verwirklichen. Also wenn du mit Affirmationen arbeitest, hast du das Feld bestellt. Du musst dich dann gar nicht darum kümmern, was, wie, wo. Halte dich vielmehr offen, halte den Blick offen, so wie das der Ritter tut. Ich ziehe mal nochmal parallel dazu auch die Coaching-Karte hier aus meinem Set raus. Halte vielmehr die Augen offen. Wenn jetzt so das erste Pflänzchen kommt, dann wird er wissen, was er zu tun hat. Dann kann er das Pflänzchen pflegen, es schützen, es vor Wind schützen, es mit Wasser begießen und dergleichen. Aber vorher kann er ja eigentlich noch nichts tun. Hier der Ritter der Münzen. Also die Karte ruft uns so ein bisschen dazu auf, wirklich auch zu gucken, was gerade dran ist. Und wenn du das Feld bestellst, musst du eigentlich erstmal nichts mehr tun. Du darfst dich also erst einmal in Ruhe zurücklehnen. Und mit der Ruhe gibst du der ganzen Sache eigentlich mehr Kraft als mit der Unruhe. Und das sagt jetzt gerade die Richtige. Also, das ist ja auch immer was im Kollektiv. Es ist ja auch immer irgendwie bei mir persönlich auch natürlich ein bisschen mit drin. Und ich war am Dienstag so dermaßen unruhig, weil ich das Gefühl hatte: Boah, ich muss meine ganze Website neu gestalten. Ich muss dies machen. Ich muss das machen. Ich war so unruhig und dann klappte nichts. Und dann habe ich alles noch mehr verzottelt. Dabei habe ich das Feld eigentlich bestellt. Ich weiß, wo ich hin will. Und ich arbeite auch immer wieder mit Affirmationen. Und das war jetzt eben so ein Ding, wo ich so wuselig war. Und es geht jetzt wirklich darum, unsere Aufgabe ist es jetzt eben nicht mehr, über die Tatkraft so viel zu machen, über die Dinge, die wir tun, in die Wege leiten, umschmeißen, machen, sondern vielmehr wirklich über die Geisteskraft, in der wir uns angucken, was bewusst werden möchte, was für uns sichtbar werden möchte. Und das mit Hilfe von Gedanken, Gefühlen, Affirmationen ins Feld senden. Also das Feld bestellen ist gerade viel, viel wichtiger als dieses Tun und Machen. Da müssen wir nichts für tun. Das geschieht dann von alleine. Ich habe jetzt hier nochmal als Assoziation Ausschau, Säen, Erkennen, Aktion. Ich halte vertrauensvoll nach meiner Bestimmung Ausschau. Das ist etwas anderes. Der ist mit offenem Visier da. Und wenn seine Bestimmung sich ihm zeigt, in dem Moment wird er genau wissen, ah, das ist das Pflänzchen, das habe ich gesucht oder das wollte ich erschaffen. Der hält Ausschau. Und ich finde auch dieses Wort gerade so schön. Schau. Also ich
ich schaue nach dem, was ich vorher eingesät habe. Das heißt, ich erschaffe und danach kann ich es erschauen. Hier gibt es nochmal so eine kleine Coaching-Übung. Zeichne doch mal ein Strichmännchen. Schreib mal alle Ideen auf, die du mit der Welt teilen möchtest. Alle Ideen, die in dir stecken. Also mach dir mal bewusst, das ist eigentlich eine ganz süße Aufgabe. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, das Strichmännchen ist hier winzig klein, aber ihr seht es, glaube ich, so ein bisschen. Das ist eine ganz schöne Aufgabe. In dem Moment bestellt ihr das Feld. Ihr schreibt einfach auf, was ihr mit der Welt schon immer teilen wolltet. Welche Gefühle, welche Sichtweisen, welche Ideen. Und das ist dann eben dieses Feld bestellen. Und mehr braucht es nicht. Ihr müsst nicht unbedingt etwas tun. Aber wenn ihr das fixiert und schon mal sagt, naja, ich wollte immer schon mit der Welt teilen, dass es wichtig ist, Mitgefühl zu haben. Oder ich wollte immer schon mit der Welt teilen, dass es wichtig ist, auf seine Gedanken zu achten. Dann schreibt euch das einfach einmal auf. Und indem ihr es aufschreibt, fangt ihr schon an, es zu teilen. Nicht, indem ihr einen riesengroßen Kanal habt, wo 100.000 Leute euch zugucken, sondern indem ihr einfach schon diese Energie hier aufschreibt, auf einen Zettel aufschreibt. Ihr könnt den Zettel danach auch verbrennen als Zeichen der Transformation. Das mache ich immer ganz gerne. Und dann erledigt ihr diese Arbeit, aber nicht auf dieser materiellen Ebene, wo man dann natürlich auch noch unbedingt den YouTube-Kanal aufpushen muss oder irgendwie sichtbar werden muss, sondern auf der immateriellen Ebene. Höheren energetischen Ebene. Und dann könnt ihr euch zurücklehnen und dann könnt ihr gucken, was einfach passiert. Also schreibt euch einfach mal auf, was in euch steckt, was ihr als Ideen, als Mitteilungen der Welt mitgeben wollt. Und das ist eben auch so dieses Wort Mitteilung. Es teilt sich euch aus eurer Seele mit und ihr bringt es allein dadurch in die Welt, dass ihr sagt, oh ja, das ist teilenswert. Das ist etwas, das habe ich erfahren, gelernt. Die Erfahrung selbst habe ich vielleicht auch gemacht. Also jetzt als Beispiel, nehmen wir mal an, du bist aus einer schwierigen Beziehung, du hast eine schwierige Beziehung überlebt oder eine toxische Beziehung überlebt und du möchtest jetzt gerne mitteilen, was es dafür braucht. Da musst du dich nicht darum kümmern, wie viele tausend Menschen du erreichst, wie du die Menschen erreichst, wo du die erreichst, sondern da geht es einfach erst einmal darum, diesen Samen einzusehen und zu sagen, das teile ich mit der Welt. Und dann kannst du dir noch die Fragen stellen, woran würdest du denn die Früchte deiner Gedankensaat erkennen? Welche Samen hast du bereits gesät? Aber du musst dich nicht so tatkräftig darum kümmern, was dann damit passiert. Das wird alles zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle für dich sichtbar werden. Und manchmal ist es nur ein Mensch, den du damit erreichst, der aber vielleicht für das große Gefüge, für das Rad des Ganzen unendlich wichtig ist. Man weiß es ja nicht. Also vielleicht erreicht dich ein Mensch, der ein junger Mensch, den du mit deinen Ideen, mit deinen Mitteilungen inspirierst und dann wird er irgendwann mal später, was weiß ich, Präsident der USA oder sowas. Kann ja nicht schaden. Also solche Dinge. Du weißt ja nicht, was das Ganze im Kollektiv, wie sich das Rad dort dreht. Es ist eigentlich nur wichtig zu gucken, wer bin ich? Was macht mich aus? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Und wie kann ich das oder was möchte ich davon mit der Welt teilen? Welche wichtigen Werte will ich mit der Welt teilen? Welche wichtigen Dinge möchte ich in die Welt bringen? Und dann kannst du damit da anfangen, wo du stehst, nämlich vor deiner eigenen Haustür. Wenn du Mitgefühl in die Welt bringen willst, dann habe Mitgefühl mit deiner Nachbarin, die vielleicht Hilfe braucht, habe Mitgefühl mit einem Menschen, der auf der Straße lebt und praktiziere das, was du als Energie ins Feld reingeben willst. Wenn du der Welt die Kraft der Gedanken zeigen willst, dann arbeite selber mit deinen Affirmationen, mit der Kraft der Gedanken, mit diesen Tools und formuliere selber deine Sätze morgens für dich. Oder bringe sie deinen Kindern bei, dass Gedanken Kräfte sind, dass Gedanken Schwingungen sind. Also fang dann da an, wo du gerade stehst. Mehr musst du nicht machen. Und dann sendest du die Energie ins Feld. Und das ist eigentlich das, worum es geht, das Feld bestellen. Es geht nicht darum, dass wir ins Tun unbedingt kommen müssen und dass das passiert, was wir uns so im weitesten Sinne vorstellen, sondern es geht einfach darum, die Dinge auszusehen vor deiner Haustür und dann Ausschau zu halten, gucken, was passiert.
Ich ziehe mal noch ein, zwei weitere Karten zu dem Thema. Okay. Dieses Ausschau halten ist nämlich deswegen so wichtig, weil wir manchmal gar nicht sehen, also wenn wir diese Schau nicht haben, oder anders gesagt, wenn wir etwas in die Welt hineinbringen wollen, zum Beispiel mehr Mitgefühl, und wir haben aber das Gefühl, ja, ich habe jetzt hier ganz tolle Sachen zu sagen und irgendwie weiß ich aber nicht wo, auf Facebook oder wie soll ich das machen, und da hören ja nur ein, zwei Leute zu, ich bin nicht sichtbar, ich bin nicht hörbar, aber meine Botschaft ist doch so toll oder so etwas, dann legen wir uns gleichzeitig eine Augenbinde um. Es geht eben nicht darum, bestimmte Dinge ins Feld zu bringen und unbedingt immer irgendwie auf einer Handlungsebene das Ganze zu machen, indem wir unsere Mitteilungen oder Botschaften handelnderweise aussehen, sondern wirklich erstmal nur energetisch zu machen. Und die ist jetzt gerade handlungsunfähig und die sieht auch nicht, wo es hinführt. Was die aber machen kann, das ist, die kann einen Schritt gehen, die kann fühlen, spüren, und dann kann sie den nächsten Schritt gehen und dann kann sie fühlen, spüren, und dann kann sie wieder einen Schritt gehen und dann ist sie irgendwann hier rausgegangen und hat wieder mehr Freiraum, mehr Handlungsraum. Das heißt, du hast manchmal in der äußeren Realität keinen Handlungsraum. Da haben sich halt einfach manchmal deine Wünsche noch nicht sichtbar gezeigt. Als Beispiel, du wünschst dir einen Partner, der ist aber noch nicht da. So, dann hast du das Gefühl, ja, aber mein Leben kann doch erst anfangen, wenn der Partner an meiner Seite ist, weil so kann ich ja nicht handeln, ich kann ja jetzt nicht irgendwie allein in den Urlaub fahren oder sonst irgendwie etwas. Dann hast du das Gefühl, du bist gefesselt, du kannst nicht handeln, aber dann spüre da, wo du bist, wie sich das anfühlt. Wie fühlt sich dein Single-Dasein gerade an? Spannend, ne? Und dann gehst du schon einen Schritt nach vorne und dann fühlst du den nächsten Schritt. Wie fühlt es sich an, manchmal allein zu sein mit sich? Und dann kannst du vielleicht erkennen, hat auch Vorteile. Ich kann auch im Alleinsein einfach mal in Ruhe mein Tagebuch führen oder so etwas. Und dann gehst du den nächsten Schritt. Und so fängst du an, durch das Fühlen da rauszukommen. Aus diesen Situationen. Und du hast nicht so sehr das Ziel im Kopf, sondern sagst dir, selbst wenn ich das Ziel noch nicht erreicht habe und mich in manchen Bereichen handlungsunfähig fühle, ne? Nehmen wir mal an, du hast jetzt hier irgendwie auch so einen Satz im Kopf, dass du Geld einsäen möchtest, das Geld ist aber noch nicht da und du hast das Gefühl, ich kann mir ja noch nichts erlauben. Dann fühl und spür jetzt einmal rein, wie es sich anfühlt, vielleicht ein bisschen minimalistischer zu leben, wie es sich anfühlt, im Hier und Jetzt dafür die Sonne zu genießen, denn die scheint auf alle gleich und gerade jetzt so wundervoll. Und dann fängst du an und beginnst im Hier und Jetzt durch das Gefühl, die Situation anzunehmen. Weil wenn du das nicht machst und sagst, verdammt, das ist aber noch nicht da, was ich mir wünsche, ich kann das ja noch nicht sehen, ich bin noch handlungsunfähig, ich kann ja noch nicht agieren, weil ja hier diese Pflänzchen noch nicht gewachsen sind, die ich mir doch so sehr wünsche, dann verschließt du dich. Und dann hast du wirklich das Gefühl, es geht nichts vor und nichts zurück. Öffne dein Herz und geh ins Gefühl rein. Schritt für Schritt. Mach den nächsten besten Schritt, und das beginnt in der Regel vor deiner Haustür. Wenn du etwas einsehen willst, sähe es vor deiner eigenen Haustür ein, vor deinen eigenen Füßen ein und fühl dort, wie sich das Ganze anfühlt. Spür dort einfach erst einmal rein, wo du stehst. Ja, was können wir dann noch? Gibt es noch eine Karte? Ziehen wir noch? Denn wenn du das machst, du hast also einen Wunsch, du säst ihn ins Feld, du bestellst das Feld. Das Ganze ist zwar noch nicht da, aber du beginnst schon mal es zu fühlen oder beginnst schon mal im Hier und Jetzt eine Schwingungsfrequenz aufzubauen, die sich gut anfühlt. Dann kann das Unerwartete plötzlich in deinen Kelch springen, weil dann öffnest du dich, dann öffnest du dein Herz. Also es geht ja hier darum, die hat ihr Herz verschlossen, weil sie sich sagt, ich bin handlungsunfähig, kann das noch nicht, ich sehe ja mein Ziel noch nicht und ist ja noch nicht da. Diese Gedanken sind die falsche Sichtweise hier auf der Karte. Die Gedanken, die förderlicher wären, was ist denn jetzt möglich? Was kann ich denn hier in dieser Situation tun? Ich kann einen Schritt vor den anderen machen. Und das können wir in der Regel immer. Also zu gucken, was ist möglich, jetzt schon. Und mit diesem, da ist etwas möglich, wirst du handlungsfähig. Und in dem Moment, wo du handlungsfähig wirst, ist dein Herz wieder offen. Und in dem Moment, wo dein Herz offen ist, kann das Universum dir neue Dinge in deine Seele hineinspielen und dann wird das erste Ding sichtbar.
Also der hat jetzt hier sein Feld bestellt und der Bube der Kelche sagt sich, oh, guck mal, ein Fisch, spannend, da kommt etwas aus meiner Gefühlswelt hoch und das kann ich mir doch schon mal angucken. Ein Fisch ist so ein bisschen schwer fassbar, deswegen steht er für die Gefühlswelt. Vielleicht kennst du das, der Fisch ist ja ein uraltes Symbol für alles das, was wir normal nicht so anpacken können. Dafür brauchen wir einen Kelch. Der ist sonst zu glitschig. Und Gefühle sind zu leicht flüssig. Die sind zu leicht glitschig. Aber dann kannst du in der Situation, in der du jetzt bist, du hast dein Feld bestellt und kannst dir aber schon mal die gesamten Gefühle angucken, die dann neu dazukommen. Und darum geht es jetzt in dieser Zeit. Es geht nicht mehr darum, unbedingt ganz viel zu handeln, auf der Handlungsebene zu machen, sondern es geht viel mehr darum, reinzuspüren. Was fühle ich, was möchte ich auf der höheren Ebene mein Feld bestellen? Also es sind immer so meine Kernsätze für eine Partnerschaft. Der Partner, der genau richtig für mich ist, ist bereits auf dem Weg zu mir. Geld fliegt mir nur so zu. Das sind so Kraftsätze, die dir dabei helfen können. Formulier das für dich aus, dann bestellst du das Feld und dann guckst du, wo kann ich denn hier schon meinen ersten Schritt machen, vor meiner Haustür kehren? Wo kann ich denn hier schon die Liebe säen, die ich vom Leben erwarte? Wo kann ich ein bisschen mehr Liebe in die Welt bringen, wenn ich mir einen Partner wünsche? Wo kann ich denn ein bisschen mehr Geld in die Welt bringen, wenn ich mir umgekehrt Geld wünsche? Das ist nämlich auch so ein Thema. Wenn du Geld gibst, kannst du auch dein Herz für das Nehmen öffnen, ne? Also wo kann ich denn helfen mit Geld? Das sind alles solche Dinge. Da fängst du an, in die Energie zu kommen, ich habe bereits und ich gebe die Liebe, die ich bereits habe und ich gebe das Geld, was ich bereits habe, ich gebe den Erfolg, den ich bereits habe, ich gebe die Informationen, die ich bereits habe, die Botschaften, die ich bereits habe, dann gibst du und im Geben öffnet sich dein Herz und dann kann etwas Neues kommen, du bist dann in der richtigen Energieform drin, in der Fülle-Energie. So baut sich das Ganze dann auf. Ja, spannend, spannend. Ich hoffe, du konntest damit etwas anfangen. Also mit der Übung, die ist ja schon mal ganz spannend. Was möchtest du mit der Welt teilen? Welche Ideen möchten durch dich sichtbar werden? Genau, und dann die nächsten Schritte gehen im Hier und Jetzt vor deiner eigenen Haustür, mit deiner eigenen Familie, mit deinen eigenen Menschen, die um dich herum sind. Das Ganze schon einmal praktizieren und leben und dann Ausschau halten nach dem Neuen, was dann auf einmal plötzlich da ist und aus dem Unbewussten plötzlich dich anspringt und dann kannst du die nächsten Schritte einleiten. Das ist jetzt hier gerade wichtig beim Feldbestellen. Ja, das war das Erinnerungstarot-Coaching für heute. Wenn dich das Format interessiert, dann gib mir bitte einen Daumen und gib mir bitte einen Kommentar. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Du kannst mir mal reinschreiben, wie es dir so ergangen ist in den letzten Tagen. Also ich fand es wirklich wuselig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin dann. Ciao, eure Britta.